Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mal mit einem sehr persönlichen Video, was mir auch sehr schwer fällt. Ich weiß auch nicht, wie gut es wird, weil ich bin nicht so eine gute Sprecherin. Ich schreibe meine Gefühle eher auf und reflektiere sie dadurch oder denke darüber nach, aber sie auszusprechen und zu formulieren, in Worten durchsprechen, ist nicht so eine Gabe von mir, sage ich mal. Mir ist aufgefallen, dass mein Kanal jetzt schon ungefähr ein Jahr alt ist, ein bisschen mehr. Und das Ganze hat ja damit gestartet, dass ich sehr unglücklich war in der Position, in der Situation in meinem Leben und ich etwas verändern wollte, etwas kreativer machen wollte und euch auf dieser Reise mitnehmen wollte. Und dieser Kanal ist jetzt schon über ein Jahr alt und mir ist aufgefallen, ich habe noch nie wirklich ein Lebensupdate gegeben. Klar, ihr habt so den Umzug gesehen zum Beispiel, aber nie so ein persönliches Update von meinen Gefühlen, meinen Gedanken und so, weil es mir dann doch ziemlich schwer fällt, das mit anderen zu teilen und mich da so verletzlich zu machen. Aber das ist das, worum es hier im Kanal gehen soll, dass man seinen Lebensweg findet und dass man das findet, was einem Freude macht und die kleinen Dinge im Leben lieben lernt. Und deshalb möchte ich heute das mit euch hier teilen. Falls es euch nicht interessiert, völlig verständlich, dann klickt einfach weg und schaut vielleicht das nächste Video, was vielleicht mehr was für euch ist. Das Video soll für alle die sein, die in ihrem Leben ein bisschen strugglen. Und mir hilft es dann immer ganz gut, wenn ich andere Leute sehe, die auch ähnliche Gedanken, ähnliche Struggle haben und dass die einem dann zeigen, hey, es ist ganz normal, dass man manchmal nicht weiß, wohin man möchte, wie man das macht. Ja, genau. Ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Ich will jetzt auch eher einfach allgemeiner reden. Und jetzt nicht alle Umstände breittreten zum Beispiel, die mich beschäftigen, weil das interessiert ja wirklich keinen. Aber ich habe im Moment viel damit gestruggelt, dass sich viel in meinem Leben verändert hat, zum Besseren auch. Ich bin eigenständiger geworden. Ich habe meinen ersten Job angetreten, der mir ermöglicht hat, in eine schöne Wohnung zu ziehen, alles selbstständig zu machen, unabhängig zu sein, was unglaublich schön für mich ist. Und ich habe angefangen, ein Praktikum zu machen bei einer Influencerin hier in Heidelberg, die mir ermöglicht, einfach neue Mindsets kennenzulernen, die Arbeitsweise kennenzulernen, nette Menschen zu treffen und einfach ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen. Ich struggle aber auch viel trotzdem damit, dass ich noch nicht irgendwie das gefunden habe, was mich erfüllt, was mir Energie gibt und irgendwie alle um mich herum wissen, was sie machen wollen, wie sie darauf hinarbeiten und ich fühle mich immer so gehemmt in mir, weil ich denke, dass ich das nicht kann, weil ich nicht die Fähigkeiten dazu habe und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Selbstzweifel kennen wir alle in irgendeiner Form. Und ich persönlich verurteile mich oft auch deswegen, weil ich denke so, die anderen schaffen es doch auch und
die haben auch diese Selbstzweifel und so weiter und so fort und trotzdem machen sie es und du fühlst dich einfach nur davon gehemmt und kommst irgendwie nicht weiter. Aber ich meine, ich bin jetzt in meinen 20ern und ich glaube, das ist ganz normal, dass man noch nicht weiß, was man machen will, wo man hin möchte. Vielleicht auch, wie man das Ganze umsetzen kann, weil ich habe zum Beispiel schon irgendwie den Traum, zum Beispiel so ein Community-Space aufzumachen, wo ich Leute zusammenbringe, die liebevoll sind, ja, und irgendwie sich auch spirituell beschäftigen und einfach das Menschsein genießen wollen. Aber ich bin gerade nicht in der, also ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie ich das zum Beispiel umsetzen will oder kann. Und das hemmt natürlich sehr. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Worum es mir eigentlich geht, wo ich mal drüber reden wollte, wann ist es eigentlich normal geworden, dass wir immer schon wissen müssen, was wir machen, wie wir es umsetzen. Gerade auch zum Beispiel jetzt in den 20er Jahren. Warum können wir uns nicht einfach mal ausprobieren und als Ziel haben, irgendwie als Person zu wachsen? Weil ich habe das Gefühl, dass würde jetzt für mich so als nächstes anstehen. Ich habe jetzt gerade gar nicht so Karriereziele vor Augen. Ich weiß, dass ich irgendwann selbstständig sein möchte und wie gesagt zum Beispiel ein Community Space aufmachen will, aber für mich fühlt sich das noch nicht so an, als wäre das jetzt an der Zeit, sondern ich möchte eigentlich erstmal als Mensch Erfahrung machen, Menschen kennenlernen, meine Persönlichkeit mehr verstehen und irgendwie auch Ängste und Zweifel auflösen, damit ich das erschaffen kann, was ich möchte, was ich vor den Augen habe, was größer ist als diese Ängste und Zweifel, die ich habe. Und ich habe aber irgendwie nicht das Gefühl, dass ich mir diese Zeit nehmen kann, wie gesagt, weil irgendwie so der Druck von außen, gar nicht so von den Menschen um mich herum, aber irgendwie so, weiß nicht, halt dieser gesellschaftliche Druck, dieses Mindset, was man irgendwie irgendwo mitbekommt, dass man sich irgendwie nicht dafür Zeit nehmen kann, sondern dass man Karriere machen soll, erfolgreich, und dass es einen cool macht und sexy macht. Und ich fühle mich aber wie so eine kleine Raupe, die halt ihre Zeit noch zum Fressen haben will, bis sie zum Schmetterling wird und die irgendwie mehr Zeit braucht. Und deswegen fühle ich mich meistens auch sehr falsch in Gegenwart von anderen Leuten. Ich muss dazu sagen, ich habe vielleicht auch noch nicht so die Community gefunden, bei der ich mich hundertprozentig fallen lassen kann. Aber also für mich sind soziale Situationen auch einfach immer sehr schwierig, sehr mit Ängsten behaftet, mit Zweifeln behaftet. Aber das versuche ich zum Beispiel gerade auch für mich aufzulösen und trotzdem mir die Chance zu geben, tiefe Verbindung einzugehen, einfach in meinen Möglichkeiten, weil ich wünsche mir, so wie wir alle wahrscheinlich, schon sehr tiefe Beziehungen. Ich habe auch meistens sehr große Ansprüche an Beziehungen mit anderen Menschen, weil ich, wenn ich mich für einen Menschen entschieden habe, freundschaftlich oder partnerschaftlich, einfach mein Ganzes gebe und für die Person einstehe und alles für sie machen würde. Gar nicht im ungesunden Sinne, sondern einfach, weil das tiefe Vertrauen von mir für diese Person so groß ist, dass ich sie überall unterstützen möchte. Und das ist halt
schwer, auch so welche Menschen zu finden, weil wir ja alle, wie gesagt, ein bisschen Angst vor Nähe haben, auch Nähe zuzulassen. Es ist auch immer irgendwie was gefährlich, man macht sich verletzlich. Und deswegen, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Der Hund neben mir schnarcht übrigens gerade. Ich weiß nicht, ob man das im Mikro hört. Ich zeige es euch mal. Möchtest du was sagen, Flocke? Ehrlich gesagt bin ich so gar nicht mit einer Gliederung in dieses Video gegangen, was vielleicht nicht so gut ist, weil es dann wirklich keinen Sinn machen könnte. Ich hoffe doch, ich werde es auch, glaube ich, auf jeden Fall hochladen, so oder so, weil ich mehr zeigen möchte auf diesem Kanal, dass es okay ist, verletzlich zu sein, dass es okay ist, auf seinem Weg irgendwie manchmal zu denken, ist es wirklich das Richtige? Wie kann ich da noch mehr draus machen? Es ist auch unglaublich schwer, seine alten Glaubenssätze und Ängste und weiß nicht was aufzulösen. Das braucht auch seine Zeit. Und in unserer schnelllebigen Gesellschaft hat man, glaube ich, immer so das Gefühl, es muss alles schnell gehen und man muss sich dann super fühlen. Aber meistens kommt Veränderung ja auch eher schleichend, in kleinen Schritten und nicht so ein super Einbruch in dein Leben. Es gibt es auch, aber die meiste Zeit ist es ja kontinuierlich. Und deswegen vergisst man wahrscheinlich manchmal, was sich alles schon geändert hat. Und dass sich viel auch zum Guten verändert hat, weil es wird immer besser eigentlich. Das möchte ich auch in den nächsten Wochen ein bisschen mehr beachten, dass man dankbarer ist für das, was für die kleinen Dinge im Leben, die man einfach auch schon hat. Und nicht immer sagen so, ich habe mein Leben jetzt noch nicht, wie ich es mir gerne vorstellen würde. Und deswegen kann ich noch nichts genießen, noch nicht dankbar sein. Ich würde unglaublich gerne im Wald leben, selbstständig sein, keine Ahnung. Was gerade noch nicht der Fall ist, aber ich kann trotzdem schon dankbar sein, dass ich in einer Region lebe, wo es wunderschöne Wälder gibt, dass ich mir leckeres Essen leisten kann oder dass die Blumen unglaublich gut riechen, dass ich riechen kann. Also, ich weiß nicht, einfach ein bisschen dankbarer für die Sachen zu sein, die man schon hat und daraus Kraft tanken, damit man dann auch für das große Ziel mehr Kraft hat. Damit das Ganze hier nicht in eine kleine Therapie-Session for myself ausartet, will ich einfach nochmal sagen, falls du das gerade hören musst, weil ich es auf jeden Fall gerade hören muss, es ist okay zu strugglen, es ist okay nicht zu wissen, was man machen will, es ist okay zu wissen, dass man etwas machen will, aber dass man sich Zeit erstmal für andere Sachen nehmen will. Es ist okay, Ängste zu haben, Zweifel zu haben, manchmal auch irgendwie keine Hoffnung zu haben, dass man da rausbekommt, weil zum Beispiel mentale Gesundheit, das begleitet dich ja kontinuierlich, Depressionen, die gehen ja nicht einfach weg. Wenn du, es begleitet dich irgendwie immer und wenn du nicht für dich gut sorgst oder so, dann ist es mal mehr und dann an manchen Tagen halt weniger. Ich struggle auch gerade. Ich habe auch manchmal keine Hoffnung. Aber vielleicht auch einfach, weil man, zumindest ist es bei mir so, vielleicht geht es dir auch so, wenn du zum Beispiel in meinem Alter bist. Es geht meistens in meinem Kopf darum, Sachen zu machen, um irgendwo hinzukommen, um ein Ziel zu erreichen. Wenn ich schreibe, denke ich, das muss jetzt gut genug sein, dass man es zum Beispiel veröffentlichen kann. Aber man sollte viel mehr Sachen aus dem Herz machen,
kleine Dinge aus dem Herzen, da haben wir es wieder, Little Things of Love. Und vielleicht nehmen wir uns das jetzt gemeinsam erstmal vor. Erstens, dankbar für die kleinen Dinge zu sein, die wir schon haben, kannst du dir ganz selber aussuchen, was es für dich ist. Aber es gibt etwas in deinem Leben, wofür du dankbar sein kannst. Egal wie schlecht dir dein Leben gerade erscheint, wie down du gerade bist, es gibt immer was, wofür du dankbar sein kannst. Und wenn es nur das Schnarchen von deinem süßen Hund ist. Und andererseits vielleicht einfach, dass wir vergebener mit uns selbst sind. Dass es okay ist, noch nicht da zu sein, wo man vielleicht gerne sein möchte. Sich Zeit zu nehmen, zu erkunden, wie man dahin kommt, wer man gerne sein möchte. Und als drittes, wie schon gesagt, dass man mehr Dinge in sein Leben ruft, einfach weil man Spaß dran hat, einfach weil man es machen möchte, egal wie gut, egal wie schlecht man daran ist. Manchmal meint man nicht, weil man denkt, ah, das ist aber nicht so gut wie das und das. Aber wenn es dir Freude macht, mach's einfach. Weil darum geht es im Leben. Freude zu haben, Liebe zu empfinden, Erfahrungen zu machen. Klar gibt es auch schlechte Momente, aber einfach alles zu erfahren und nicht einfach immer so durchzurasen durchs Leben. Du hast am Ende, kannst du nur deine Erfahrungen mitnehmen. Du kannst nicht dein Geld mitnehmen, deine Dinge mitnehmen, keine Ahnung. Und ich glaube, da setzen wir meistens viel zu viel Wert drauf, anstatt einfach uns nicht stressen zu lassen, weil zum Beispiel, ich bin 24 und wir werden heutzutage bis zu 100 Jahre ohne Probleme. Also wir haben noch so viel Zeit und wenn du 40 und wenn du 50 und wenn du 60 bist, dann hast du immer noch so viel Zeit in deinem Leben, all das zu machen, was du willst. Und darum geht es, Erfahrungen zu sammeln. Und es geht nicht darum, irgendwie die eine Sache besonders zu erreichen. Es geht auch darum, diese Erfahrungen zu machen, aber es geht nicht nur darum. Ja. Okay, ich höre jetzt mal hier auf. Ich hoffe, ein paar von euch hat das vielleicht ein bisschen weitergeholfen. So oder so. Es ist auch irgendwie für mich gewesen, für mein späteres Ich, für mein früheres Ich. Die Worte, die man manchmal hören muss. Bitte denkt dran, wenn ihr irgendwas kommentiert, dass ich mich hier sehr verletzlich gemacht habe und dass, ja, einfach, dass es nicht sein muss, jemandem schlechte Kommentare oder so zu schreiben. Danke, dass du mir zugehört hast. Danke, dass du da warst. Schön, dass du hier bist. Wir schaffen das. Es ist nicht immer alles einfach, aber man kriegt es hin. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.